Ich bin gern auf der Baustelle. Wenn du dort abends kannst weglaufen, siehst, was du gemacht hast, und das gefällt mir. Und nachher, wenn sich der Kunde nachher freut, ist auch, ist super. Für den Schreinerberuf braucht es handwerkliches Geschick. Das Vorstellungsvermögen, dass man aus einem Plan herauslesen kann, was am Schluss werden sollte. So ein bisschen technisches Verständnis. Mathe braucht man sehr häufig, oder? Man muss die ganze Mass berechnen. Und halt, man ist den ganzen Tag auf der Bahn, also auch ein bisschen körperlich fit sein. Ja, und Geometrie halt. Ja, also mir hat das Handwerk schon immer sehr gut gefallen. Ich kann immer einen Beruf machen, wo ich mit den Händen etwas mache. Ich bin jetzt bei einem Möbel bin ich dran, den ich für mich selber mache. Ja, so ein kleines Korpus mit zwei Tabla, zwei Türli. Können wir nachher Teller und so hier tun. Für mich die grösste Herausforderung ist vielleicht der Umgang so mit den grossen Maschinen. Als Schreiner wirst du halt immer gefragt, ob du noch alle Finger hast. Also am meisten konfrontiert bin ich jetzt damit worden, dass Schreiner ein Männerberuf ist. Sonst gibt es, glaube ich, nicht viele Vorurteile. Heutzutage sollte man das können und dürfen lernen, was einem Spass macht. Ja, für mich war eigentlich klar, dass ich Schreiner machen will. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass auch längere Zeit oder sogar mein ganzes Leben das zu machen.